Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Husten kann eine hartnäckige Angelegenheit sein. Schon bei einer normalen Erkältung kann er bis zu 4 Wochen dauern. Wenn es aber länger geht, dann wäre es gut, ihn medizinisch abklären zu lassen, denn dahinter könnte eine ernsthafte Erkrankung stehen. Und dabei ist es erst einmal egal, ob Sie Raucher sind oder Nichtraucher. Bei mir ist Dr. Michael Lindner, er ist Chirurg und leitender Oberarzt der Thoraxchirurgie an den Asklepios Fachkliniken München-Gauting. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Lindner. Sagen Sie uns bitte, warum ist es so wichtig, bei Husten eine schnelle Diagnose zu haben? Husten kann letztendlich immer ein Alarmsymptom sein, vor allem deshalb, wenn er manchmal kombiniert ist und produktiv ist oder vielleicht mit Atemnot kombiniert ist. Produktiv heißt was? Dass vielleicht eine Schleimbeimengung dabei ist und dass vielleicht schon vorhergehende Behandlungen erfolgt sind. Und das sollte man immer als Frühsymptom von vielleicht Erkrankungen, die bösartiger Natur sein können, die im Lungen- und Thoraxraum auftreten, als Erstsymptom vorhanden sind. Mhm. Und deshalb ist eine ausführliche Diagnostik im Vorfeld auch sehr wichtig, dass wir so schnell als möglich herausfinden können, auf welcher Grundlage dieses Symptom basiert. Das heißt, also es kann ja nur tatsächlich eine vorübergehende Erkältung sein, ja, zum Beispiel. Ja. Was ist es meistens? Meistens ist es so, dass man eine Erkältung hat, jeder irgendwann einmal im Jahr. Die vergeht wieder, die ist nach einer einwöchigen Unpässlichkeit oder vielleicht nach 14 Tagen vorbei. Sollte das 4 oder 6 Wochen anhalten, ist es schon notwendig, dass man eine Röntgendiagnostik macht. Dass man vielleicht ein Lungenröntgen oder vielleicht eine weiterführende Computertomographie des Brustkorbs beginnt. Und wenn irgendeine Auffälligkeit vorliegt, dann sofort mit der Diagnostik oder, wenn es natürlich chirurgisch notwendig ist, auch mit der anschließenden Therapie so schnell als möglich beginnt. Was könnte denn als Schlimmstes hinter einem Husten stecken? Als Schlimmstes könnte immer Lungenkrebs hinter einem Husten stecken. Die Frühdiagnostik ist im Moment beim Lungenkrebs immer noch in den Anfangsschuhen. Es gibt keine wirklichen Marker, die Lungenkrebs darstellen können. Und deswegen hat man immer nur das Symptom und hoffentlich auch als bald als möglich eine Röntgendiagnostik. Ja, das heißt also, genau, es wird geröntgt, es wird vielleicht eine Computertomographie gemacht. Genau. Untersuchen Sie dabei nur die Lunge? Nein, wir untersuchen also alle Organe des Brustkorbs. Dazu gehört die Schilddrüse, die Thymusdrüse, dazu gehören Lymphknoten, die Speiseröhre, die Luftröhre und natürlich die Lunge als Erfolgsorgan. Ja, und warum untersuchen Sie auch die anderen Organe? Weil die bei der Röntgendiagnostik immer mit dabei sind und somit der Radiologe immer schon Veränderungen, die über das Normale hinausgehen, beschreiben kann. Ja. Und diese Veränderungen muss man dann einer eventuell Punktion zuführen oder vielleicht einer Spiegelung der Luftröhre und der Bronchien, einer sogenannten Bronchoskopie zuführen. Mhm. Und diese Veränderungen, die dann der Radiologe schon eingestuft hat, dass sie vielleicht also nicht dem Normalen entsprechen, muss man dann mit feingeweblicher und Punktionsdiagnostik dann genauer evaluieren, was dahinter steckt. Also man entnimmt eine Probe sozusagen von dem Gewebe, um zu schauen, ob da womöglich was Bösartiges dahinter steckt. Genau. Denn man hat schon im Hinterkopf, dass es ein bösartiger Krebs sein könnte, tatsächlich. Richtig. Im Zweifelsfall. Ja. Und was natürlich viel schöner ist, dass man natürlich sehr oft manchmal ausschließen kann, dass eigentlich gar nichts dahinter steckt und das eigentlich eine gutartige Veränderung ist. Ja. Und damit kann man natürlich dem Patienten sehr gut helfen, indem man also die Bösartigkeit ausgeschlossen hat und ihm dann wieder also das normale Leben zurückgeben kann und die Ängste nehmen kann. Ja, klar. Ängste oder auch Nicht-Ängste, denn dabei frage ich mich, Raucher oder Nichtraucher. Also viele glauben ja, ich rauche nicht, dann kriege ich auch keinen Lungenkrebs. Das ist nicht ganz richtig, weil man hat sehr viel Passivrauch auch dabei. Ja. Heutzutage hat man auch sehr viele andere Rauchverhalten dabei, wie E-Zigaretten, Shisha. Und man hat natürlich auch Feinstaubbelastungen dabei. Dadurch kann man das nicht mehr so apodiktisch sagen, dass Rauchen auf der einen Seite Lungenkrebs erzeugt und wenn ich nicht rauche, dass ich dann nichts haben kann. Ja. Wie lange dauert das mit der Diagnose?
Die Diagnose sollte sehr zügig voranschreiten, in der Hoffnung, dass man allerhöchstens 14 Tage verbraucht für diese Röntgendiagnostik, Funktionsdiagnostik, als auch natürlich auch für Bronchoskopien, also sprich Spiegelungen des Bronchialbaums oder eventuell röntgendiagnostische Punktionen, die schon dann mit der feingewebigen Untersuchung schon doch sehr genau darauf hinweisen können, was dahinter steckt. Und jetzt, Sie als Chirurg sind ja der, der dann auch behandelt. Das Richtig. Ist ja das Entscheidende. Das ist eigentlich der Vorteil der Chirurgie, dass wir auf der einen Seite die Diagnostik von organspezifischen Veränderungen, die Lunge ist ein sehr großes dreidimensionales Organ und muss vom ersten Schrei des Menschen an funktionstüchtig sein bis zum letzten Atemzug. Und diese Dreidimensionalität erreicht man nicht immer mit röntgenologischen Punktionen und man erreicht es auch nicht immer mit Spiegelungen des Bronchialbaums, sondern in diesen dreidimensionalen Nischen und Winkeln kommt die Chirurgie hin mit minimalinvasiven Verfahren. Und der Vorteil der Chirurgie ist natürlich dann auch, dass man mit der Diagnostik, mit dieser Diagnostik, die man während der Operation schon gestaltet, auch die Therapie einleiten kann und diese Veränderungen, die man vielleicht in den Röntgenuntersuchungen gesehen hat und in den Patienten diese Symptome gemacht hat, auch bei der Operation schon vollkommen im Gesunden entfernen kann und somit natürlich auch die Behandlung schon eingeleitet hat. Über welches Krankheitsbild reden wir jetzt gerade? Sie können einerseits Veränderungen der Schilddrüse haben oder so Veränderungen der Thymusdrüse oder auch Veränderungen der Speiseröhre, als auch Veränderungen der Lunge. Das können gutartige zystische Veränderungen sein, das kann auch eine kollabierte Lunge sein. Und diese Veränderungen versucht der Chirurg mit möglichst gewebschonenden, ganz kleinen, minimalinvasiven, so wie man das heutzutage nennt, und kameraadaptierten und mit Zuhilfenahme manchmal sogar auch eines Roboters, also die Brustwand überwinden und dann dort vordringen und nur das wegnehmen, was eigentlich nicht in den Körper hineingehört und auf der anderen Seite aber die Funktion so zu erhalten, dass der Patient wieder dann in den Arbeitsprozess integriert werden kann oder, was natürlich auch viel schöner ist, ihm Klarheit zu geben, wie es mit einem Leben weitergeht. Ja, das heißt, wir sprechen also auch über solche Vorstufen, die zu Krebs führen könnten, aber noch keiner sind. Genau. Also so ähnlich, wie man es ja auch von Darmspiegelung schon vielleicht Richtig. Häufiger gehört hat, Richtig. Dass man dann hineinschaut, nach dem Rechten ja. sieht und ja. Dann die Falschparker sozusagen genau. Ne, genau. Schon mit entfernt. Ja. Ja. Worauf muss ich mich denn da als Patient einstellen? Das, ich glaube, Sie nennen sowas forschende Operation, ist das so? Oder worauf muss ich mich da einstellen? Wie lange bin ich bei Ihnen? Merke ich was davon? Wie geht das? Der stationäre Aufenthalt ist meistens innerhalb von 7 bis 10 Tagen erfüllt und die Operationserholung ist zumeist innerhalb von 4 bis 6 Wochen gegeben. Das ist nicht mehr so wie früher, wo man gesagt hat, mit einer Lungenoperation kann man nicht mehr fliegen, kann keine Reisen mehr unternehmen oder kann auch in dem Arbeitsprozess nicht mehr integriert werden. Das ist nicht mehr so, sondern mit diesen Operationen kann man so minimal wie möglich dem Patienten einerseits helfen, Diagnosesicherheit zu bekommen und andererseits natürlich auch die Funktion wieder zurückzugeben, dass er in das normale Leben zurückkehren kann. Ja, dieses Minimalinvasive, gerade so in der Lungenkrebstherapie oder wenn es darum geht, einen Lungenlappen vielleicht auch oder in Teilen zu entfernen, ja. Da gibt es ja kaum noch Schnitte, da gibt es nur noch Löcher, oder? Das ist richtig. Das heißt, man versucht mit kleinen Einschnitten im Bereich des Brustkorbs, die unter 1 Zentimeter liegen, diesen Herd aufzusuchen und ihn dann mit anderen technischen Geräten, mit sogenannten Klammernahtgeräten, die, man muss sich das vorstellen, die funktionieren so wie Heftklammern, die einen Stapel Papier zusammenklammern, versucht man, diese Lungenanteile zu entfernen, die eine Bösartigkeit oder zystische Veränderungen oder womöglich auch gutartige Veränderungen tragen, zu entfernen. Und man muss ja dann offensichtlich auch gar nicht mehr so sehr den Brustkorb dabei beschädigen, oder? Also man, früher, Nein, da erinnerte man den durchgeschnittenen Muskeln genau. und abgesägte
Heutzutage sieht man diese schlimmen Bilder eigentlich immer noch auf den Zigarettenpackungen zur Abschreckung, aber die sind nicht mehr in der Chirurgie im Moment vorhanden, sondern das sind nur mal minimale 2 bis 3 ein Zentimeter große Narben, die dem Patienten verbleiben. Mhm. Und innen drinnen kann man mit sehr feinen und technisch hochwertigen Geräten das Ziel erreichen, den Patienten von seiner Krankheit zu befreien. Und was hilft es dem Patienten in dem Fall, dass Ihre Klinik ein zertifiziertes Lungenkrebszentrum ist? Das hilft dem Patienten insofern, weil es also keine Einzelfallentscheidung ist, sondern dass einerseits Spezialisten hinzugezogen werden, so wie Onkologen, die den Patienten nach der Operation betreuen, als auch natürlich im Vorfeld auch schon die Pathologie, die ganzen feingeweblichen Untersuchungen hochgradig spezialisiert ist. Und wenn man so will, ist eine Lungenfachklinik deswegen so spezialisiert, weil wir uns nur auf die Lunge konzentrieren. Mhm. Wenn man in einem großen Krankenhaus ist, in einem Schwerpunktkrankenhaus, dann ist die Lunge irgendwo ein kleines Nischenprodukt. Mhm. Und allein man nennt das heutzutage das High Volume Center, das heißt also, wenn man ein Zentrum ist, das also ausschließlich sich damit beschäftigt und dadurch eine sehr hohe Patientenanzahl hat und dadurch auch eine sehr hohe Patientenexpertise gewinnt, kann man natürlich auch seltene Erkrankungen viel besser diagnostizieren, die womöglich in einem größeren Umfeld, wo es auch eine Gastroenterologie, Kardiologie oder andere Spezialitäten gibt, nicht so in der Häufigkeit sieht wie wir. Und Sie sagten ja vorhin schon, ungefähr 6 Wochen, nach 6 Wochen ist man wieder fit insgesamt. Ja. Heißt das, dass ich danach ungefähr das tun kann, was ich vorher auch tun konnte? Am Anfang noch mit Einschränkungen. Das benötigt sicher sehr viel Trainingsaufwand. Das heißt, es ist immer so, wenn man auch einen Unfall erleidet, dann muss man seine Lebensgewohnheiten umstellen und sehr viel Physiotherapie machen. Wenn man im Vorfeld der Operation es nicht gewohnt war, zu wandern, zu joggen, zu walken oder sich sportlich jeden Tag zu betätigen, dann ist es natürlich ein Aufwand. Aber es führt dann doch zu einer Lebensveränderung und doch zu einer Stärkung und Unterstützung der ganzen Faktoren, die ein weiteres Leben sehr gut möglich machen. Vielen Dank für dieses interessante Interview. Ja. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!